Hallo aus dem Audiversum Science Center der interaktiven Erlebniswelt in Innsbruck. Genauer gesagt befinden wir uns heute in unserer neuen Sonderausstellung Out of Control oder Was das Netz über dich weiß. Wir zwei würden normalerweise Schulklassenführungen machen, aber da ihr im Moment leider nicht da sein könnt, haben wir uns gedacht, wir bringen die Ausstellung einfach zu euch in die Schulklasse. Wir haben uns unsere drei Lieblingsexponate ausgesucht und vor einem stehen wir gerade der Internet-Timeline. Von 1969 bis 2020 sind die wichtigsten Entwicklungen des World Wide Web abgebildet und ein paar schauen wir uns jetzt an. Zum Beispiel 1997, Netflix, sagt euch wahrscheinlich allen was. Wir wollen uns am Abend einen Film anschauen, sofern wir ein Abo haben, klicken wir drauf und wir können den Film gleich anschauen. 1997 war es noch so, dass die DVDs per Post verschickt wurden, da hat man noch ein bisschen drauf warten müssen. Dass wir heute überhaupt Netflix-Filme anschauen dürfen, dafür braucht man das World Wide Web. Das ist 1989 entstanden oder verwirklicht worden, und zwar vom britischen Informatiker Tim Berners-Lee. Für mich sind 30 Jahre jetzt eigentlich kein langer Zeitraum. Also für mich ist es selbstverständlich, wenn ich was suche, kann ich das gleich eingeben und ich kriege eine Antwort. Für euch wahrscheinlich, ja? Aber geben tut das World Wide Web noch nicht so lang. Dass ich jetzt überhaupt erst was suchen kann, dafür brauche ich einen Computer. Und der PC, der erste, ist 1981 auf den Markt gekommen. PC, Personal Computer, vorher waren es Großrechner. Ein Jahr später hat es dann den ersten Laptop gegeben. Und wenn ihr den jetzt sehen würdet, das ist ein Riesenkastel. Heute sind sie ja ganz klein. Und diese rasante Entwicklung von 1982 bis jetzt, sieht man auch, wenn man da jetzt auf diese Timeline schaut, da gibt es ganz viele farbige Punkte und die verdeutlichen jetzt auch diese Entwicklung und vor allem, wie schnell das Ganze gegangen ist. Diese und weitere spannende Fakten rund um das Internet und ganz wichtig, welche Spuren wir hinterlassen, findet ihr in dieser neuen Sonderausstellung. Wir bieten ab sofort auch wieder Führungen, unter anderem für Schulklassen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite www.audiversum.at für Pädagoginnen unter der Rubrik Pädagogik. Und wir freuen uns, wenn wir euch hoffentlich bald einmal wieder im Audioversum begrüßen dürfen.